Okay, ich will euch ja nicht sofort enttäuschen, aber sowas wie Gaming, Kopfhörer oder Headsets existiert nicht und ist reines Marketinggehabe. Was es aber gibt, sind bestimmte Charakteristiken, wodurch manche Kopfhörer eben besser dafür geeignet sind als andere. Weil nur, weil irgendwo Gaming draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass man sich auch darauf verlassen kann, dass sie actually gut dafür sind. Lehnt euch also die nächsten Minuten zurück und genießt das Video, um beim Kauf von deinem nächsten Gaming, Kopfhörer oder Headset nicht mehr auf irgendwelchen Marketing-Bullshit reinzufallen. Wie ich mir Gedanken zu diesem Video gemacht habe, bin ich irgendwann bei diesen drei Kategorien gelandet, wenn es darum geht, sich einen neuen Gaming-Kopfhörer zu kaufen. Erstens, du zockst hauptsächlich E-Sports-Titel und willst den bestmöglichen Vorteil bei Competitive Gaming. Zweitens, du spielst gerne Story-Games und willst immer dieses immersive Mittendrin-Feeling, wie man es beispielsweise davon kennt, wenn man im Kino sitzt. Oder drittens, du brauchst einfach nur einen soliden Kopfhörer mit Mikrofon dran, um in-game oder am Discord mit deinen Freunden bzw. Teammates quatschen zu können. Schau dir einfach mal deine Lieblings-E-Sport-Streamer an. Was für Kopfhörer haben sie am Kopf? Naja, höchstwahrscheinlich einfach das teuerste Modell von der Firma, die sie als Sponsor haben. Oder eben irgendwas, das man über lange Zeit bequem am Kopf haben kann. Irgendwie schon echt traurig, so seine Zuschauer möglicherweise in den Glauben zu bringen, dass es das Beste ist, nur weil sie es eben nutzen. Aber was würde man denn dann als Gaming-Kopfhörer nutzen, wenn ich diese Gaming-Dinger mit großartigen Oberaffen, geilen Dolby hast du nicht gesehen? Oder mit was sie sonst doch immer werben? Legt man wirklich Wert darauf, seine Gegner bestmöglich durch Sound orten zu können? Seid ihr am besten aufgestellt, wenn der Kopfhörer eine möglichst breite Soundstage und noch viel wichtiger, punktgenaues Imaging hat? Jetzt kratzt ihr euch wahrscheinlich am Kopf und fragt euch, und was bedeutet das in Worten, die nicht für audiophile Spinner bestimmt sind? Long story short, ihr werdet bei den Kriterien höchstwahrscheinlich bei einem offenen Kopfhörer mit höhenbetontem Tuning landen. Und ja, ich weiß, war selbst auch sehr, sehr lange Zeit auf dem Trip, dass ich auch daheim am Schreibtisch unbedingt einen geschlossenen Kopfhörer wollte. Aber um ehrlich zu sein, außer man hat wirklich laute Umgebungsgeräusche, kann ich jedem nur empfehlen, auf einen offenen Kopfhörer zu gehen. Probier es einfach mal aus, im Notfall einfach zurückschicken und doch einen geschlossenen bestellen. Ich für meinen Teil will jedenfalls nie wieder zurück. Meine Empfehlung für um die 130 Euro, ganz klar der Beyerdynamic Tiger 300R. Wie schon vorhin kurz angesprochen, will man für Competitive Shooter Games was mit höhenbetonter Abstimmung, um Schüsse oder Schritte bestmöglich orten zu können, wo der Beyerdynamic eben perfekt reinfällt. Keine Frage, einen Kopfhörer mit viel und kraftvollem Bass wird im ersten Moment zwar eindrucksvoller klingen, in der Realität lenkt's aber einfach nur sinnlos ab, wenn Explosionen und Schüsse so richtig hart reinknallen, anstatt die Dinge zu betonen, die einem tatsächlich einen spielerischen Vorteil bringen. Oft sieht man auch den Beyerdynamic DT99 Pro unter Gamern, aber don't! Das ist heutzutage in keinster Weise mehr ein empfehlenswerter Kopfhörer. Steht man eher auf In-Ears beim Zocken, kann ich in dem Preisbereich die Final A4000 echt empfehlen. Haben eine echt überraschend gute räumliche Präsentation, womit sie in der Preisklasse mehr oder minder alleine dastehen. Gibt's neuerdings auch in leicht abgeänderter Form mit eingebautem Mikrofon, heißen dann VR3000. Leider hat Final Audio da aber auch etwas am Klang geschraubt, womit sie ausgerechnet für Gaming nicht mehr ganz so gut geeignet sind wie die A4000 und obenrum etwas dumpfer klingen.
Zurück bei Over-Ear-Kopfhörern sind wir dann auch schon bei dem gelandet, den ich aktuell als das Beste in Sachen Gaming-Kopfhörer küren würde. Ohne ins Fern abzudriften, bei denen es einem preislich gleich vom Hocker haut. Der ATH R70X wird von Audio-Technica zwar als Kopfhörer für Musikproduzenten vermarktet, ist dank seiner neutralen Abstimmung und wirklich exzellentem Imaging aber auch für Gaming absolut genial. Ja, das Kopfband ist recht eigen, ja, er schaut irgendwie bisschen komisch aus, aber dafür sitzt er unglaublich bequem. Und zu guter Letzt, das absolute Endgame. Willst du alle in deiner Lobby gnadenlos wegsoundtouren? Sennheiser HD 800S. Ich bin vor allem bei dem Preis zwar absolut kein Fan von der Abstimmung vom HD 800, was Musik hören betrifft, aber für Gaming ist er echt das unangefochtene Endgame. Okay, ich geb's ja zu, ruhige Filmmusik ist damit schon auch ein Genuss, wenn man sich einfach mal ein bisschen zurücklehnen und entspannen will. Gutes Imaging, unglaublich große Soundstage, wodurch alles, was im Game um einen herum passiert, mega natürlich klingt und höhenbetontes Tuning. Ohne Witz, damit hört ihr wirklich jeden Gegner, der jemals auf die Welt gekommen ist. Gefühlt auch, wenn er sich am anderen Ende der Map bewegt. Ist das geil? Ja! Braucht man das? Um den Kreis zum Intro wieder zu schließen, hast du schon mal einen Pro-E-Sports-Player mit HD 800 auf seinem Kopf gesehen? Probably not. Brauchst du also einen? Das überlasse ich jedem jetzt einfach mal selbst. Will man ähnliches Feeling in In-Ear-Form? Sennheiser J600. Ja, ein In-Ear klingt dann doch nochmal anders und von der Soundstage begrenzt als ein Over-Ear-Kopfhörer, aber was einem der J600 an Imaging, Tiefenwirkung und Details zaubern kann, ist einfach nur unglaublich. Mein volles Review dazu findet ihr rechts oben in der Infokarte. Bist du aber nicht zu 100% auf Competitive Gaming aus, ist ein neutraler oder vielleicht sogar leicht warm abgestimmter Kopfhörer auf jeden Fall die schlauere Wahl für dich. So gut das höhenbetonte Tuning für Shooter auch ist, um Schritte oder Schüsse besser hören zu können, es ist auf Dauer echt nicht das Angenehmste. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mal ein Storygame anreiße oder einfach so am PC sitze und einen Film oder YouTube-Video schaue, ist es mir doch deutlich wichtiger, eine geile Atmosphäre zu haben, als sich von jedem noch so kleinen Detail nerven zu lassen. Das günstigste, das ich guten Gewissens als soliden Allround-Kopfhörer empfehlen kann, ist der Sennheiser HD 560S. Er hat zwar nicht diese Weite und Räumlichkeit wie die bisher genannten, ist dafür dank seinem ausbalancierten Klang aber deutlich vielseitiger nutzbar. Außerdem bekommt man mit dem Sennheiser für verhältnismäßig wenig Geld so einen kleinen Vorgeschmack davon, was High-End-Audio überhaupt zu bieten hat. Sounds kommen plötzlich nicht mehr nur stumpf von links, Mitte, rechts, sondern die Präsentation hat plötzlich auch was an Tiefe. Bisschen Luft zwischen den einzelnen Elementen im Song. Alternativ könnte man auch den Hi-Fi-Man HI400 SE nehmen, den ich dem Sennheiser auch sofort vorziehen würde, wenn eins nicht wäre. Im Bassbereich spielt er zugegebenermaßen schon recht dünn und wird die meisten in der Hinsicht nicht wirklich zufriedenstellen können. Ist man allerdings bereit, gleich noch etwas mehr Geld auf den Tisch zu legen und somit in die Mittelklasse überzugehen, geht für mich nichts über den Hi-Fi-Man Edition XS. War bisher immer riesengroßer Fan vom Hi-Fi-Man Sundara, wenn es um den leistbaren, soliden Allrounder geht, muss aber einfach sagen, dass sich Hi-Fi-Man mit dem neuen Edition XS echt selbst übertroffen hat.
Was die Edition XS an Details und punktgenau im Imaging raushaut, ist echt eindrucksvoll. Und gepaart mit der geil holographischen, vielschichtigen Präsentation, nicht nur beim Musik hören, sondern auch beim Zocken ein absoluter Genuss. Geht's wirklich um einen reinen Spaßkopfhörer, darf man aber auch die Harmonic Dein Sus nicht aus den Augen verlieren, welcher dann aber ganz klar nur was für Storygame-Liebhaber ist. Habe ich den Sus auf dem Kopf und starte sowas wie Cyberpunk 2077 mit seiner absolut genialen Soundengine, fühle ich mich förmlich in die Spielewelt reingesaugt. Ist die Bühne so brachial riesig wie beim Sennheiser HD800S? Nein, dafür ist die Abstimmung aber deutlich Mainstream-tauglicher und die Art, wie er einem was präsentiert, einfach unglaublich immersiv und mitreißend. Okay, ich geb's ja zu. Ein Mikrofon direkt am Kopfhörer zu haben, kann schon nicht praktisch sein. Aber warum nicht einfach Kopfhörer und Mikrofon separat kaufen? Ich meine, wenn man es einfach nur für einen Voice-Chat braucht, muss es ja echt nichts Großartiges sein. Solche Ansteckmikros gibt's bei Amazon schon um die 10 Euro. Ist man bereit, etwas mehr auszugeben, gibt's das Ganze auch in schön? Hört dann auf den Namen ModMic. Damit bekommt man dann ein abnehmbares Headset-Mikro an egal welchem Kopfhörer, welches dank Magnet mit einem Handgriff an- und abmontiert werden kann. Mein detailliertes Video dazu habe ich euch rechts oben in der Infokarte verlinkt. Muss es unbedingt ein herkömmliches Headset sein? Austrian Audio PG16. Das glänzt im Gegensatz zu herkömmlichen Gaming-Headsets nämlich nicht mit RGB oder irgendwelchen lustigen Displays in den Ohrmuscheln, sondern beschränkt sich auf das Wesentliche. Den Sound. Und das sogar nicht nur auf den Kopfhörer, sondern auch aufs Mikrofon bezogen. Der Kopfhörer an sich ist zwar ein geschlossener, die Verarbeitung, sagen wir mal seiner Preisklasse entsprechend, dafür macht er aber sowohl in Sachen Sitz, klangliche Abstimmung, also räumliche Ortung für lange Shooter-Gaming-Sessions, absolut nichts falsch. Gerade Abschätzung von Entfernungen und Richtungen geht damit richtig gut. Woher sowas wie den Beyerdynamic Tiger 300R aber doch etwas nachhinkt, ist in Sachen räumlicher Wahrnehmung. Aber dort gibt's eben auch nicht dieses absolut geniale Mikrofon mit dazu. Insgesamt, jedenfalls für mich, ein echt ordentliches Gesamtpaket und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass der PG16 aktuell meine Referenz in Sachen klassisches Gaming-Headset ist. Bist du allerdings ohnehin als YouTuber oder Streamer unterwegs, kann ich nur empfehlen, mal bei meinem Livestream-Audio-Guide vorbeizuschauen. Professionelle Soundqualität ist kein Hexenwerk und in dem Video zeige ich, wie man selbst mit relativ wenig Geld schon besser klingen kann als der Großteil auf YouTube oder Twitch. Was sich einige von euch jetzt bestimmt fragen werden, die Dinger haben ja gar keinen USB-Anschluss wie mein bisheriges Headset. Wie schließe ich die an meinem PC an? Naheliegend wäre natürlich, den Kopfhörer einfach an den Audioausgang von seinem Mainboard zu stöpseln, aber ist es auch die schlauste Option? Kurze Antwort: Nein. Genaueres dazu aber in dem Video zum Thema Kopfhörerimpedanz und Sensitivität. Für den Anfang kann man es durchaus machen, aber auf lange Sicht würde ich aber definitiv empfehlen, auch noch in eine ordentliche Deck-Amp-Kombi zu investieren. Tut am Anfang zwar ein bisschen weh, auch da nochmal Geld auszugeben, aber glaubt mir, es lohnt sich. Und selbst Einsteiger-Deck-Amps sind mittlerweile so gut geworden, dass man auch da 5, 10, 15 Jahre problemlos damit durchkommt und seinen Spaß damit haben kann. So, jetzt solltest du erstmal alles wissen, um dich beim Kauf von deinem nächsten Gaming-Kopfhörer nicht mehr übers Ohr hauen zu lassen. Ja, keine Frage, es ist definitiv ein Investment, aber
Ganz ehrlich, ein ambitionierter Zocker gibt irgendwas zwischen so 1 und 2.500 Euro für seinen PC aus, ohne es groß zu hinterfragen, einem Ding, das schon innerhalb von ein paar Jährchen komplett veraltet ist. Riesengroßes Problem bei Audio ist eben, hat man es noch nie erlebt, kann man sich nur schwer bis gar nicht was drunter vorstellen. Und ich will es an der Stelle auch gar nicht erst probieren, in Worte zu fassen. Ich werde dem eh nicht gerecht. Warum also nicht einmal etwas Geld in die Hand nehmen und sich einen ordentlichen Kopfhörer und Verstärker gönnen, die einem dann auch gut und gerne über 10 Jahre begleiten? Mit der Frage lasse ich euch jetzt einfach mal alleine. Könnt mir gerne eure Ansicht dazu unten in die Kommentare schreiben. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen oder weitergeholfen hat. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Servus!